Elisabeth, die wahre Geschichte der Sissi. Nach dem Musical von Michael Kunze und Sylvester LeVay. Part 1: Der schwarze Prinz. Aber warum, Lucchini? Warum haben Sie die Kaiserin Elisabeth ermordet? Antworten Sie, Luigi Lucchini! Was soll die Frage? Seit 100 Jahren Nacht für Nacht. Ich bin tot! Gemeine Attentat auf die Kaiserin von Österreich! Nennen Sie endlich die Hintergründe! Die Hintergründe? Ich habe sie ermordet, weil sie es wollte. Reden Sie keinen Unsinn! Sie wollte es so. Dafür gibt es ehrenwerte Zeugen. Was für Zeugen sollen das sein? Ihre Zeitgenossen kommen immer noch nicht zur Ruhe und reden immer noch von Elisabeth. Was hat dies zu bedeuten, dies alte Lied, das mir seit jenen Zeiten die Brust durchglüht? Engel nennt's Freude, Teufel nennt's Pein, Menschen meinen, es muss Liebe sein. Mein Auftrag heißt zerstören, ich tue es kalt, ich hol die mir gehören, jung oder alt. Weiß nicht, wie geschehen kann, was es gar nicht gibt, doch es stimmt, ich hab sie geliebt. Sie weichen aus, Lucchini! Liebe, Tod! Erzählen Sie keine Märchen! Zum letzten Mal, Lucchini! Wer waren Ihre Hintermänner? Der Tod. Das Motiv, Lucchini! Die Liebe. Elisabeth!
Unsere Geschichte spielt in Bayern, am Starnberger See, wo sich Herzog Max gerade auf eine seiner Reisen vorbereitet. Unsere Geschichte spielt Das ist Elisabeths Heimat, Schloss Posenhofen. Hier lebt sie mit ihren Geschwistern, darunter auch die liebliche Schwester Helene und unter der Hand der stolzen Mutter Ludovica. Ludovica hat einen Brief von ihrer Schwester Sophie bekommen, der Mutter des Kaisers von Österreich. Sie will, dass sich Helene mit Franz Josef vermählt, mit einer Prinzessin aus dem Bauernhaus. Und um dies zu verkünden, musste die ganze Familie antanzen. Schön, euch alle heute zu sehen. Ich habe was zu berichten, was sehr bedeutsam ist. Unsere Familie steigt empor. Was spielt sie sich so auf? Meine Helene habe ich schon immer zu was Höherem auserkoren. Seht sie euch an, so gebildet, klug und schön. Nicht so schön wie unsere Valerie. Ich werde mit Mehl nach Bad Ischl fahren. Treffe ich im August Helenes Tante Sophie. Den Grund erratet ihr nie. Das ist doch des Kaisers Mutter. Dann ist doch der Kaiser da. Sophie möchte, dass sich Franz Josef mit Nene trifft. Meine Helene wird Kaiserin von Österreich. Komm in meine Arme, Kind. Da werden sich die Herzogen ja noch wundern. Bei dem Vater. Das kann ja nicht gut gehen. Oh Mama, ist das wahr? Ich und der Kaiser? Ich bin so aufgeregt. Was soll ich bloß anziehen? Sag mal, Ludovica, ist das nicht eine deiner Töchter da oben auf dem Seil? Aber Mama, das ist doch Sissy. Prinzessin, das ist der falsche Augenblick für eine Zirkusweinlage. Sissy, nicht so hoch! Wenn sie fällt, wird sich das Genick brechen. Seid nicht so laut, lenkt sie nicht ab, sonst hält sie. Sissy, komm sofort darunter! Oh mein Gott, sie fällt! Ich falle, doch was fängt mich auf? Wer ist das? Dieser blonde Mann im schwarzen Mantel, der mich zärtlich zu meinem Bett bringt und mich dorthin legt. Mama und Nene sind bei mir. Wohin gehst du, mein schwarzer Prinz? Ich will bei dir sein, wie du, ein schwarzer Vogel, stolz und frei. Ich weiß, du bist der Tod und alle fürchten dich. Sie fantasiert. Sie hat Fieber. Es wird alles gut, Sissy. Lege dich hin und dein Onkel holt dir einen Arzt. Es war Liebe auf den ersten Blick. So eine Art von Liebe, die einen nie loslässt.
Währenddessen in Wien regiert der junge Kaiser Franz Josef. Seine Herrschaft beruht mit einem stehenden Heer von Soldaten, einem sitzenden Heer von Beamten, einem knienden Heer von Priestern und einem schleichenden Herrn von Denunzianten. Aber vor allem auf den Ratschlägen seiner Mutter, der Erzherzogin Sophie, der man nachsagt, sie wäre der einzige Mann bei Hofe. Sei hart, sei kalt, sei streng. Kardinal Erzbischof Rausch heißt eingetroffen. Majestät, die heilige katholische Kirche stoßt auf Widerstand in Österreich. Empörend! Wir bitten, dass wir die Schulaufsicht erhalten. Gewährt! Jede Gefährt hat seine, alles Gefährt ins Reine. Gott erhalte, Gott beschütze uns den jungen Kaiser. Ein Muster bitte zum Audienz. Mein Sohn rief Freiheit und kam vors Gericht. Wie erfreulich. Ich bitte um Gnade. Was auch war, den Tod verdient er nicht. Wenn ich könnte, wie ich wollte. Sei hart. Müsste ich nicht tun, was ich sollte. Sei kalt. Dann wäre ich lieber mitleidsvoll und gut. Sei kalt. Abgelehnt. Nein! Was steht noch an? Die Besprechung der politischen Lage. Majestät, der Kremlin droht sich ernsthaft auszuweiten. Dass wir Russland diesmal beispielen, ist nicht zu vermeiden. Russland verdanken wir die Rettung vor der Revolution. Und außerdem ein Stück Türkei erhalten wir als Lohn. Wie beurteilen Sie die Lage, Graf Grüner? Stehen wir zu Russland, Gold uns England. Gehen wir mit England, zurück und zu Russland. In jedem Falle, ein Bündnis wäre fatal. Wir müssen uns entscheiden. Der Kaiser von Österreich muss gar nichts. Darf ich Ihre Majestät untertänig daran erinnern, dass die Kutsche nach Bad Ischl wartet? Die Audienz ist beendet! Aber was soll ich dem britischen Botschafter sagen? Die Kriege sollen andere führen. Das glückliche Österreich heiratet. Gott erhalte, Gott beschütze uns den jungen Lucchini, Liebe, Tod, erzählen Sie keine Märchen. Zum letzten Mal, Lucchini, wer waren Ihre Hintermänner? Der Tod. Das Motiv, Lucchini. Die Liebe. Unsere Geschichte spielt in Bayern, am Starnberger See, wo sich Herzog Max gerade auf eine seiner Reisen vorbereitet. Unsere Geschichte spielt
Die wahre Geschichte der Sissi. Nach dem Musical von Michael Kunze und Sylvester LeVay. Part 1. Der schwarze Prinz. Aber warum, Lucchini? Warum haben Sie die Kaiserin Elisabeth ermordet? Antworten Sie, Luigi Lucchini! Was soll die Frage? Seit 100 Jahren Nacht für Nacht. Ich bin tot. Das gemeine Attentat auf die Kaiserin von Österreich! Nennen Sie endlich die Hintergründe! Die Hintergründe? Ich habe sie ermordet, weil sie es wollte. Reden Sie keinen Unsinn! Sie wollte es so. Dafür gibt es ehrenwerte Zeugen. Was für Zeugen sollen das sein? Ihre Zeitgenossen kommen immer noch nicht zur Ruhe und reden immer noch von Elisabeth. Was hat dies zu bedeuten, dies alte Lied, das mir seit jenen Zeiten die Brust durchglüht? Engel nennt's Freude, Teufel nennt's Pein, Menschen meinen, es muss Liebe sein. Mein Auftrag heißt zerstören, ich tue es kalt, ich hol die mir gehören, jung oder alt. Weiß nicht, wie geschehen kann, was es gar nicht gibt, doch es stimmt, ich hab sie geliebt. Ganz verstanden, die gab die Freiheit auf. Sie wurde